Wir haben mit FotoTV Urgestein und Herausgeber des Magazins Naturfoto, Hans-Peter Schaub, einen kompletten Kurs zum Thema Makrofotografie gedreht, den ich euch in diesem Video einmal vorstelle. Und damit hallo und herzlich willkommen bei FotoTV. Mein Name ist Sebastian und in diesem Kurs zum Thema Makrofotografie gibt euch Hans-Peter Tipps, Tricks und all sein Wissen zu dem Thema weiter. Vorneweg, wenn ihr die kompletten Filme aus dem Kurs sehen wollt, schaut auf fototv.de vorbei. Wir haben über 3.500 Filme rund um das Thema Fotografie für euch im Angebot. Meldet euch an, registriert euch für den Newsletter und wir schenken euch 5 Credits, mit denen ihr bereits die ersten 5 Filme aus dem Kurs Makrofotografie mit Hans-Peter Schaub schauen könnt. Aber zurück zum Kurs. Ein Thema der Reihe sind Zwischenringe. Zwischenringe machen aus einem ganz normalen Objektiv ein Makroobjektiv, indem sie den Abstand von dem Objektiv zum Sensor verändern. Wie das genau funktioniert, das erklärt euch Hans-Peter Schaub. Zwischenringe, das sind im Prinzip einfach nur Röhren, die dazu führen, dass der Auszug des Objektivs verlängert wird. Der Objektivauszug heißt, das hier, ne, wenn man so ein Objektiv hat, dann sieht man, wenn man die Naheinstellgrenze erreicht, dann wird es länger und wenn man dann wieder zurückgeht auf unendlich, dann wird es kürzer. Diesen Unterschied, das nennt man Auszug. Und das ist bei jedem Objektiv eigentlich schon mal grundsätzlich so eingestellt von den Konstrukteuren, dass das Objektiv in der Regel im Optimum arbeitet. Deshalb kann man auch nicht jedes Objektiv unbegrenzt in den Nahbereich einstellen, weil dann die Abbildungsqualität leidet. Und da kommen jetzt die Zwischenringe ins Spiel. Die verlängern natürlich diesen Auszug ganz erheblich, erlauben es, Objektive im Nahbereich einzusetzen. Und was bedeutet natürlich auch gleichzeitig, ich muss damit leben, dass die Abbildungsqualität schlechter wird. Das ist allerdings meines Erachtens mehr so ein theoretisches, denn ein praktisch signifikantes Problem, weil wir werden sehen, dass man eigentlich mit fast allen Objektiven in Kombination mit Zwischenringen sehr zufriedenstellende Ergebnisse erzielen kann. Ich muss nochmal betonen, dass bei mir im Nahbereich es sehr oft nicht darauf ankommt, ob da das allerletzte bisschen Schärfe rausgeholt wird. Wichtig ist für mich mehr, dass die Bilder wirken und insofern wird es dann immer unwichtiger, ob das Auflösungsvermögen eines Objektivs darunter leidet, dass man es halt in den Nahbereich nahbereichstauglich macht mit solchen Zwischenringen. Mit diesen Zwischenringen lassen sich im Grunde genommen fast alle Objektive kombinieren. Wenn ich zum Beispiel ein Teleobjektiv mit diesen Zwischenringen verwenden möchte, dann muss ich schon einen relativ dicken nehmen. Hier den 36er kombiniere ich zum Beispiel hier mit so einem 135mm Objektiv. Und dann kann ich auch da relativ schön Nahaufnahmen machen. Man sieht natürlich, je länger die Brennweite ist, umso größer wird dann auch der Abstand. Also ich kann so praktisch jedes Objektiv, was ich habe, mit dem Zwischenring kombinieren, kann dadurch näher ran mit den Sachen und habe so halt ja, eine Möglichkeit, auch Nicht-Makro-Objektive nahtauglich zu machen. Mit zwei Nachteilen. Der erste Nachteil ist, ich kann die, wenn der Zwischenring montiert ist, nicht mehr auf unendlich scharf stellen. Das heißt, ich bin dann wirklich halt nur auf den Nahbereich beschränkt. Und das zweite ist natürlich, wenn man sehr, sehr pingelig ist, nimmt das Auflösungsvermögen, wenn man die Objektive sozusagen ja, falsch einsetzt, nicht so, wie es der Hersteller vorgesehen hat, nimmt das Auflösungsvermögen ab. Ein anderes Thema ist Licht. Man kann sich nicht immer auf das natürliche Licht verlassen. Also benötigt man ab und zu ein kleines Helferlein. Außerdem können damit ganz tolle eigene Bilder entstehen. Hans-Peter zeigt euch, wie er eine Taschenlampe als Lichtquelle benutzt. Die einfachste Möglichkeit, Licht reinzubringen oder Kunstlicht reinzubringen, ist sicherlich eine Taschenlampe. Ich benutze da solche LED-Taschenlampen, die sind recht lichtstark, bringen also viel Licht aufs Motiv und man ist eigentlich relativ flexibel in der Lichtführung. Wenn ich die anmache, dann kann ich sehr schön alle möglichen Positionen einnehmen und kann ein Motiv auf unterschiedlichste Arten und Weisen
ausleuchten. Das Beispiel mit den Pilzen zu einblenden, das vermittelt das ganz gut. Das ist alles nur mit einer einzigen Taschenlampe ausgeleuchtet und man kann so mit diesem einfachen Mittel unglaublich viele verschiedene Lichtsituationen erzeugen. Dazu positioniere ich die Kamera meistens halt auf ein kleines Stativ, dass ich die Hand frei habe und kann dann mit der Lampe rund ums Motiv gehen und habe alle Möglichkeiten. Und oft probiere ich dann draußen auch alles Mögliche aus, wenn es jetzt nicht gerade eine Libelle oder ein Schmetterling oder sowas ist, was flieht, sondern wenn es ein Pilz, eine Pflanze ist, dann hat man natürlich auch die Luft und dann mache ich das eben mit so einer Taschenlampe. Wie ihr seht, die Bildlooks, die durch den Einsatz der kleinen Taschenlampe entstehen, sind sensationell. Hans-Peter hat sie bereits erwähnt, Libellen und Schmetterlinge. Beide sind ein beliebtes Motiv in der Makrofotografie und können wunderbar dargestellt werden. Dazu hat Hans-Peter einen ganz besonderen Tipp, und zwar das Schmetterlingshaus in Hamm. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Makroserie. Ich stehe hier im Schmetterlingshaus des Maximilianparks in Hamm und bin sehr, sehr froh, dass wir so eine Einrichtung in meiner Heimatstadt haben, weil hier bin ich eigentlich relativ häufig und zwar schon eigentlich seit ich in Hamm bin. Das Haus in seiner jetzigen Form, das gibt es seit 2002. Gegründet wurde es schon Mitte der 80er Jahre in einer Privatinitiative, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat es dann ab Anfang der 2000er Jahre. Und seither verfolge ich das auch und sehe, wie hier alles wächst und sprießt und grünt. Und ich kenne mittlerweile eine ganze Reihe verschiedener Schmetterlingshäuser in Deutschland und kann voller Stolz sagen, dass das hier in Hamm sicher eins der attraktivsten ist. Wenn ich einen Schmetterling gefunden habe, der einigermaßen kooperativ ist und lang genug sitzen bleibt, dann versuche ich natürlich auch immer, die Position zu wechseln. Das heißt, ich versuche es mal von unten, von oben, um möglichst alle Optionen durchzuspielen. Das Schöne hier im Schmetterlingshaus ist natürlich, dass man genau das machen kann, was man eben draußen in freier Natur bei Schmetterlingen selten geboten kriegt. Und deshalb ist das ein wunderbarer Platz, um Techniken und auch Gestaltung zu üben, was einem am besten gefällt. Also gerade diese Möglichkeit, hier auch mal Untersichten zu kriegen, ist eigentlich sehr schön, was ich auch ganz gern mache, weil dann eben das Licht von hinten durch die Flügel scheint und die natürlich ein ganz anderes Leuchten entwickeln. Ich schaue mal, ob der kooperativ genug ist. Das waren nur drei Ausschnitte aus unserem Kurs zum Thema Makrofotografie. Kurzer Reminder, wenn ihr mehr solche Tipps sehen wollt oder den hier gezeigten Kurs sehen wollt, geht auf FotoTV, meldet euch für den Newsletter an und wir schenken euch 5 Credits, mit denen ihr 5 Filme direkt sehen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Like da und abonniert den Kanal. Das haben bis jetzt gerade mal knapp 30% der Zuschauer getan und ich sage euch, es lohnt sich. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft keine Uploads mehr verpasst. Ich sage Tschüss und bis dann, euer Sebastian. Thank you.